Herzlich willkommen zu den Energiespar-Lifehacks. Heute geht es bei uns um das Thema Homeoffice. Homeoffice wird natürlich immer beliebter und ist mittlerweile auch schon Standard. Natürlich verbraucht man dann auch mehr Energie und mehr Strom. Deshalb sollte man auch auf den Standby-Betrieb verzichten, wenn man die Geräte nicht unbedingt braucht. Ein Laptop ist energieeffizienter wie ein Stand-PC, da kann ich mal bis zu 70% sparen. Und natürlich ist auch die Anzahl der externen Bildschirme zu reduzieren. Ein weiterer Tipp ist der Eco-Modus. PCs und Bildschirme verfügen mittlerweile über diesen Modus und damit kann ich auch Energie und Geld sparen. Das war's mit unseren Energiespar-Lifehacks. Wenn sie gefallen haben, freuen wir uns über einen Daumen hoch. Mehr Tipps findet ihr hier und ihr könnt uns gerne abonnieren. Bis zum nächsten Mal.